Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr. Und wie diese Welt der Zukunft aussehen wird, darum geht es in unseren nächsten Beiträgen. Wir haben zwar keine Glaskugel, wir können keinen Blick in die Zukunft werfen, aber wir können einen Blick in die Strategie der digitalen Schweiz werfen und herausfinden, wie sieht die Zukunft aus im Bereich smarte Umwelt, vertrauenswürdige Datenräume, digitaler Service Public und vieles mehr. Wir haben 6 führende Experten des Bundes gefragt und sie stellen sich unseren Fragen zum Thema, wie werden wir zur digitalen Schweiz? Le Conseil fédéral est conscient de l'importance de la numérisation pour le développement de la Suisse. C'est pourquoi il tient à jour sa stratégie Suisse numérique avec laquelle il entend montrer la direction pour une numérisation au service des habitants de ce pays. Les grands principes de cette stratégie régissent l'action de l'administration fédérale au niveau national et international, mais pas seulement. Ils servent également de boussole à tous les acteurs de la numérisation en Suisse, la communauté scientifique, les milieux économiques, mais aussi les cantons et les communes et la société civile. Lors de sa récente actualisation de la stratégie suisse numérique, le Conseil fédéral a lancé 5 mandats prioritaires en matière de la numérisation. Es handelt sich dabei um Themen wie die Rahmenbedingungen der digitalen Wirtschaft, smarte Umwelt, vertrauenswürdige Datenräume, digitaler Service Public und politischer Handlungsbedarf in Digitalfragen im Nachgang zur Covid-19-Pandemie. Diese 5 Projekte werden Ihnen jetzt von den zuständigen Experten des Bundes vorgestellt. Daten sind der Rohstoff der digitalen Transformation. Wer große Mengen an Daten auswertet, sammelt und speichert, der kann daraus einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder auch politischen Nutzen ziehen. Und dies in den unterschiedlichsten Bereichen, zum Beispiel Energie, Mobilität, Gesundheit und so weiter. Und wir alle, wir generieren persönliche Daten, die geschützt werden müssen, damit unsere Privatsphäre gewahrt bleibt. Gleichzeitig generieren wir aber auch nicht persönliche Daten, die durchaus wertvoll sein können. Und vor diesem Hintergrund stellt sich dann eben die Frage, wie man das Potenzial der Daten bestmöglich nutzen kann, während gleichzeitig eben auch die Bürgerinnen und die Bürger die Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten können. Ziel ist es, vertrauenswürdige Datenräume in der Schweiz zu schaffen und zu fördern, damit eben die Daten wirklich im Interesse der Gesellschaft und der Individuen und nicht gegen sie genutzt werden können. Und dazu möchte der Bund nun herausfinden, welche Rahmenbedingungen es braucht, damit eben die Privatpersonen, die Unternehmen, aber auch der öffentliche Sektor Daten sicher in diesen Datenräumen zur Verfügung stellen können und gleichzeitig eben auch der Zugang zu diesen wertvollen Datenressourcen gegeben ist. Also in vertrauenswürdigen Datenräumen kennen die Menschen ihre eigenen Daten und können eben auch selber und selbstbestimmt entscheiden, zu welchem Zweck sie eingesetzt werden sollen oder eben auch nicht. Und gleichzeitig können die Daten in diesen vertrauenswürdigen Datenräumen eben auch genutzt werden, um neue Leistungen und Innovationen zu erarbeiten. Und somit profitieren die Menschen in der Schweiz sowohl von einer erhöhten Transparenz und einer Kontrolle in ihrem Umgang mit den Daten, während sie gleichzeitig eben auch neue, innovative, datenbasierte Leistungen nutzen können, die ihnen das Leben erleichtern. Le confinement nous a tous forcés de réorganiser nos vies. Nous avons été privés de contacts physiques. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a développé nos contacts virtuels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est rendu compte tout à coup à quel point nous sommes dépendants des infrastructures numériques, de leur fiabilité, de leur sécurité et de leur performance. C'est grâce à ça que le pays a pu continuer à fonctionner. En même temps, on s'est aussi rendu compte qu'il pouvait y avoir des problèmes de ce côté-là, notamment on pense aux familles qui n'étaient pas tous sur un pied d'égalité
quand il s'agissait de faire l'école à la maison. On a aussi beaucoup parlé des failles de sécurité dans certains logiciels de communication. Et donc, il est clair qu'on ne peut pas se permettre d'en rester là. Alors maintenant que le gros de la crise est passé, du moins on l'espère, il est temps de s'arrêter, d'analyser comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien fonctionné et surtout qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour pouvoir s'améliorer. Et le Conseil fédéral demande à tous les départements, donc à l'ensemble de l'administration fédérale, de faire une autocritique et de donner des pistes de comment il pourrait améliorer sa politique numérique et prendre des bonnes décisions à l'avenir. La numérisation doit plus que jamais être au service de l'ensemble de la population, de la société. Il faut que les gens puissent compter sur une infrastructure fiable, qui fonctionne, qui soit sûre. Il faut qu'ils soient aussi formés pour l'utiliser correctement, que ça leur apporte des bénéfices. Il faut qu'ils soient protégés des dangers. On veut aussi que les écoles, les hôpitaux, tous les services publics continuent à fonctionner au mieux. Et pour ça, il faut évidemment que la numérisation soit réussie. Et c'est le travail du Conseil fédéral, c'est sa volonté, c'est son rôle. De s'assurer justement de rassembler toutes les compétences, de tirer les leçons et de donner des pistes pour que, à l'avenir, nous puissions mener une vie aussi normale que possible. Die digitale Wirtschaft, sie betrifft uns viel stärker, als wir gemeinhin denken. Beispielsweise am Arbeitsplatz, Stichwort Homeoffice oder Beschäftigungsformen, aber auch als Konsumentinnen und Konsumenten, die Frage, kann ich sicher im Internet einkaufen? Und schließlich auch ganz viele Unternehmen, die sich überlegen, ob sie vielleicht ihre Produktionsprozesse digitalisieren können. Oder auch die profane Frage, muss ich unbedingt auf Facebook Werbung schalten? Das Mandat kann man eigentlich mit einer einfachen Frage abhandeln, nämlich sind die Rahmenbedingungen für die digitale Wirtschaft in der Schweiz genügend gut, dass man die Potenziale nutzen kann? Bestmöglichst, aber auch die Risiken im Auge behält. Ja, der Bevölkerung hat die digitale Wirtschaft bisher natürlich schon viel gebracht. Wir leben anders, wir kaufen anders ein, wir nutzen digitale Medien wie noch nie zuvor. Aber wir erhoffen uns natürlich, wenn die Rahmenbedingungen optimal sind, dass wir mehr Innovation haben in der Schweiz, mehr Wohlstand erzielen, bessere Arbeitsplätze haben und am Schluss auch mehr verdienen können. Und natürlich sollte es ebenfalls gelingen, die Ressourcen besser zu nutzen, effizienter zu nutzen, dann ist es auch gut für die Umwelt. Gewisse Güter und Dienstleistungen müssen in der Schweiz allen Bevölkerungsschichten und allen Regionen in gleicher Qualität zur Verfügung stehen. Man spricht dann von Grundversorgung oder Service Public. Ein guter Service Public zeichnet unser Land aus. Und er hält unser Gemeinwesen zusammen. Besonders den Netzinfrastrukturen kommt hier eine ganz besondere Rolle zu. Die Digitalisierung stellt die Netzsektoren vor große Herausforderungen. Dabei spielen Daten eine zentrale Rolle. Daten werden in den Netzsektoren wie Verkehr, Energie, Post und Telekommunikation immer mehr zu Wettbewerbs- und Wertschöpfungsfaktoren. Es stellt sich die Frage, wie der Zugang zu diesen Daten, ihre Nutzung und ihre Speicherung reguliert werden soll. Welche Rolle will die öffentliche Hand dabei übernehmen? Was muss reguliert werden? Und wer betreibt neue Dateninfrastrukturen, die entstehen? Diese Aspekte beleuchtet ein Bericht, der der Politik Entscheidhilfen für die Gestaltung des digitalen Service Public von morgen an die Hand geben will. Der Service Public von morgen wird durch Daten effizienter. Gleichzeitig muss er zuverlässig erbracht werden können und für alle erschwinglich sein. Er macht aber auch neue, bessere Dienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz möglich. Nur so bleibt auch der digitale Service Public von morgen ein Markenzeichen der Schweiz. Primär geht's darum, dass wir die Grundlagen für die Ökobilanzen aufbereiten und verbessern. Wir müssen wissen, welche Materialmengen, welcher Energieverbrauch mit diesen Geräten, mit der Digitalisierung zum Zug kommen. Wir wollen aber nicht nur wissen,
wie viel die Digitalisierung selbst braucht, sondern wir wollen das auch verknüpfen können mit anderen Sektoren. Wir wollen wissen, wie viel die Digitalisierung eines bestimmten Sektors an Energie oder Material dort einsparen kann. Erst damit können wir ja die Chancen der Digitalisierung auch für die Umwelt dann nutzbringend nutzen. Natürlich wollen wir mit diesen besseren Grundlagen dann auch unsere Schlüsse ziehen für die Umweltpolitik, für die Politik generell. Wir wollen schließlich die Digitalisierung möglichst gewinnbringend für Mensch und Umwelt einsetzen können. Wir haben jetzt gerade erlebt, wie Homeoffice einen großen Teil unserer Arbeit prägt, wie die Mobilität plötzlich ganz anders gestaltet werden kann, dank der Digitalisierung. Wir brauchen also diese neuen Technologien, damit wir für die Umwelt auch in die Zukunft die Entwicklung vorantreiben können. Ja, ich glaube, ich wünsche mir einfach einen guten Umgang damit als Gesellschaft, als Stadt. Ich denke, es muss auch Platz haben für Leute, für ältere Leute, die nicht mit dem so gut Schlag kommen. Ich glaube, die digitale Zukunft, die ist gegeben, die kommt, ob man das will oder nicht. Aber ich wünsche mir einen guten Umgang damit. Genau, ich denke auch, also Gerechtigkeitsfragen sind wichtig, dass man gerechte Zugänge schafft, dass die Leute auch ja, gleiche Chancen haben, um an diese Mittel herzukommen. Ich glaube, es ist transparenter zum Teil, was so Dokumente und solche Sachen anbelangt. Man hat halt wie Zugriff eigentlich so zu jeder Zeit, keine Ahnung was. Und ich habe das Gefühl, so umwelttechnisch kann das... Es hat wie beides, finde ich. Aber ich glaube, wir können da schon sehr viel profitieren, jetzt im Vergleich vielleicht vor 20 Jahren. Das Potenzial sehe ich fast nur dort, dass man eben weniger muss, sich bewegen muss, der Verkehr weniger stark belastet, die Strassen und die Züge weniger stark belastet und dass man vielleicht gewisse Todzeiten weniger hat, wo man halt nicht produktiv ist. Aber der Mensch muss meiner Meinung nach auch nicht immer produktiv sein. Man kann im Zug mal die nicht arbeiten können, können vielleicht eine Zeitung lesen und mit jemandem reden. Und ich finde es widerstrebenswert, dass man optimiert ist und möglichst viel produktiv kann sein. Ja, ich denke, man sollte dort dann die digitalen Medien nutzen, was Sinn macht, was ein Vorteil ist, mehr effizient bringt. Aber gleichzeitig darf man nicht alles digitalisieren, wo es umständlicher wird. Oder was. Ich denke, dort muss man die richtige Mischung finden. Ja, ich glaube, die Ängste sind nicht so begründet. Aber vielleicht für die älteren Leute ist es halt schon eine Angst, weil sie nicht mitkommen. Oder? Das geht halt sehr, sehr schnell. Oder?